Hallo, heute mal was anderes, außer nur Halterung für das Rad, sondern heute mal zum Thema Sicherheit mit Fahren, mit dem Fahrrad und dem Anhänger zusammen. Dazu gibt es wenig Hinweis im Internet. Auch bei den Verkäufern etc. pp. Gibt es auch sehr wenig Hinweise darauf. Aber es ist wohl doch sehr wichtig. Deswegen habe ich hier so ein paar Themen mal zusammengetan und habe das mal in so ein paar Folien gepackt eben. Und das erste wäre die Berechnung der Zuladung nach Körpergewicht und des zulässigen Gesamtgewichts des Fahrrades. Sicherheit durch genaue Berechnung. Ladungssicherheit und Luftdruck vom Reifen, natürlich vom Anhänger gemeint. Natürlich ist ja auch der Luftdruck vom Rad gemeint. So, Thema Sicherheit. In Punkt 1 möchte ich mich damit befassen, Gesamtgewicht des Fahrrades. In Punkt 2 Sicherheitsreserven 10 bis 20%. Die Kalkulation, die wir heute machen, ist mit 10%. Kann jeder selber entscheiden, aber vielleicht noch mehr. 20% sind mit Sicherheit noch viel besser. Aber ich weiß nicht, ob das dann unbedingt notwendig ist. Punkt 3, die Berechnung, also genau berechnen. Wie viel darf ich noch auf meinem Anhänger aufladen? Weil das Rad ja nur ein bestimmtes Gewicht tragen darf, inklusive Fahrer. Aber dazu dann noch näher. So, Punkt 4 ist Luftdruck, wie schon gesagt, vom Rad und auch vom Anhänger. Ladungssicherung ist mit Sicherheit auch wichtig. Und fangen wir mit Punkt 1 an. Gesamtgewicht des Fahrrades. Das Gesamtgewicht des Fahrrades wird bezeichnet als Systemgewicht. Das Rad muss nach DIN entsprechen. Diese DIN verlangt, dass das Rad für ein Gesamt- bzw. ein Systemgewicht Fahrrad, also das Fahrrad selber, der Fahrer plus das Gepäck. Das zusammen ist dieses Systemgewicht. Und dieses betrifft in der Regel 100 Kilogramm. Es gibt natürlich Räder, die weitaus mehr, 120, 130, 150 Kilo und mehr geeignet sind. Auch für Fahrer bis 200 Kilo gibt es Räder. So, Punkt 2, also nochmal langsam. Das Gesamtgewicht des Fahrers wird als Systemgewicht bezeichnet, also das, wo es zulässig ist, diese 100 Kilo, also das sagt die DIN aus. Ja, genau. So, Punkt 2 ist Sicherheitsreserven, das habe ich mir selber einfallen lassen, weil wir wollen ja nicht am Limit da durch die Gegend fahren, sondern eben eine gewisse Sicherheitsreserve bzw. eine gewisse Sicherheit da bei sag ich mal, Kraft mal Masse und Beschleunigung und das ganze Abbremsen und bergauf tun ja mit Sicherheit noch mehr Kräfte am Rad zehren, ja. Also auch bergunter, ja, und da habe ich mir gedacht, eine gewisse Sicherheitsreserve von 10 bis 20% kann ja nicht schlecht sein. Also ich habe hier, wie schon gesagt, 10% Sicherheitsreserve mal berechnet. Also wenn das Rad also 100 Kilogramm dieses Systemgewicht hat und wir 10% Sicherheit abziehen, hätten wir dann also 10 Kilo, die wir abziehen müssen, und dann haben wir halt nur noch 90 Kilogramm Systemgewicht vom Rad. Also bei einem Rad, was 100 Kilo auch Systemgewicht hat, es gibt ja auch Räder, die mehr haben, wie schon auch gesagt. Die Sicherheitsreserven sind bei der Berechnung noch zusätzlich das Körpergewicht durch 2, wäre für die Gesamtanhängelast, also der Anhänger, der Fahrradanhänger, hat 40 Kilo und wenn wir jetzt 40 Kilo wiegen würden, dann wäre natürlich das ganz schön fatal, wenn ich bremsen müsste und es wäre schon so ein bisschen, ja, dass es vielleicht nicht jetzt auf dem trockenen Asphalt im Sommer und optimale Bedingungen, sondern es wäre vielleicht ein bisschen schlechtere Bedingungen, dann wäre das natürlich nicht gerade gut, wenn ich da 40 Kilo dann mit durch die Gegend fahren würde. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Da habe ich mir wiederum einfallen lassen, dass man vielleicht, wenn man jetzt 80 Kilo wiegt, dass man vielleicht maximal einen Anhänger von 40 Kilo hinten dran hängen hat. Das ist natürlich schon sehr grenzwertig und das sagt auch der Hersteller, dass das Teil, also größtenteils auch
das Maximum ist. Das muss man ja auch nicht auslassen. Ich sage dazu aber auch schon inklusive des Gewichts des Anhängers. Eben. Also habe ich das Körpergewicht durch 2 geteilt. Eben. Da würden wir dann je nach Körpergewicht bei der Hälfte von dem, was wir noch anhängen dürfen, inklusive des Gewichts des Anhängers kommen. Ich habe auch hier nochmal in den Punkt geschrieben, das Halbieren gewährleistet beim Bremsen die Traktion etc., den Bremsweg zu verkürzen und man sicher zum Stehen kommt. Wenn die Anhängelast doppelt so hoch wäre, könnte das zur Folge haben, dass wir vom Anhänger schlichtweg überrollt werden. Und ich habe hier zwar doppelt so hoch geschrieben, ich wollte eigentlich nur, selbst wenn das Gewicht so viel hätte, wie wir selber wiegen, also das eine Körpergewicht, wenn ich 80 Kilo wiege und würde dann Anhänger mit 80 Kilo und ich, wie soll das Rad das jemals bremsen können? Das Rad ist nur auf eine Systemleistung zum Beispiel von mit Sicherheit dann nur noch 90 Kilo, also kann ich ja unmöglich das noch zusätzlich abbremsen, ne? Dann wäre ich ja schon bei über 100 Kilo, dafür ist das Rad ja teilweise dann nicht ausgelegt. Eben, also wenn überhaupt, müsste das zusammen Maximum so viel wie das dieses Systemgewicht ergibt, dann dürfte ich eigentlich nur noch 60 Kilo wiegen. Ja? Bei voller Beladung von 40 Kilo. So, das war dann schon Punkt 2. Kommen wir zum Punkt. So, also kommen wir zum Punkt Berechnung. Das habe ich hier. Einen kleinen Fehler hat sich eingeschlichen. Ja, also Punkt 2 sollte eine Sicherheitsreserve sein. Das sollte jetzt eigentlich der Punkt 3 sein. Ja, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Bitte ich zu verzeihen. Ja. Die Schrift ist hier auch ein bisschen kleiner, weil so ein umfangreicher Text drin steht. Berechnungsbeispiel für Systemgewicht 100 Kilogramm abzüglich Sicherheit. Hier 10% immer noch. Ja. Und das Anhängergewicht habe ich hier 13 Kilogramm gewählt. Ja. Der Anhänger soll maximal inklusive Eigengewicht 40 Kilogramm dann letztendlich betragen. Das ist auch letztendlich das Maximum, was man anhängen dürfte. Im 40 Kilogramm Gesamtgewicht würden maximal noch, also dann abzüglich der 13 Eigengewicht, würde dann sowieso nur eine Zuladung von maximal 27 Kilo, also wenn ich Gepäck etc. BP einkaufen oder irgendwas transportieren wollte, blieben sowieso nur noch 27 Kilo übrig. Ich kann hier an der Stelle schon vorwegnehmen, dass wir uns auch bei, eben wenn ich nur 60, 70 Kilo wiege, da im Bereich 10, 15 Kilo bewegen. Sinnvoll wäre hier natürlich das Anhängergewicht zu minimieren. Also daran bauen wir auch gerade. Wir haben einen Anhänger gebaut, der nur 10,3 Kilo hat. Das heißt eben, da kann man auch schon mal 2,7 Kilo beziehungsweise also teilweise wiegen die auf 14 Kilo, also über 3 Kilo mehr aufladen. Kommt aber vielleicht erst später mal in unseren Handel, weil es ist ziemlich teuer, so einen Wagen aufzubauen. Das ist teilweise alles mit Aluminium, um das Gewicht hinzubekommen. Ist aber ziemlich teuer, weiß auch nicht, ob das jemand bezahlen wollte. Aber ist ja jetzt erstmal abläufig, ja, ist jetzt nicht aktuell. Eigentlich geht es heute nur um das. Eben, also wenn wir 90 Kilogramm Systemgewicht, also das ist hier abzüglich dieser 10%, haben vom Rad abzüglich das maximale Gesamtgewicht des Anhängers von 40 Kilo, dürften wir nur noch 50 Kilogramm Körpergewicht haben. Eben. Bei voller Beladung. Eben. Da haben wir aber schon vorweg gesagt, also durch 2 darf man nur noch 25 Kilo dann letztendlich transportieren und abzüglich des Anhängergewichts wären dann nur noch 12 Kilo, was man dann aufladen dürfte bei 50 Kilo. Hier steht dann auch, deshalb habe ich eine Form geschrieben, besagt Körpergewicht durch 2, also nochmal vis-à-vis hier in Zahlen, 50 Kilo durch 2, 25 Kilo und wie gesagt dann nochmal Anhängergewicht abziehen, wird man nur noch bei 12 Kilo Zuladung landen. So, ich habe noch ein Beispiel geschrieben, Systemgewicht 120 Kilogramm, hier vom Fahrrad natürlich, ja.
Da habe ich jetzt auch 10% abgezogen, also 12 Kilo. Bleiben da noch ein Systemgewicht von 108 Kilogramm. Das sind meistens so Trekkingräder, 28er und so weiter. Die haben meistens 120 Kilo durchschnittlich. So, den Anhänger dann abgezogen von diesen 108 Kilo Systemgewicht. Ja, 40 Kilo maximale Beladung sind 68 Kilo. Hier sieht man auch schon wieder, da nach der Formel Körpergewicht durch 2 würden wir hier auch schon nicht mehr die volle Beladung des Anhängers erreichen. So, also 68 Kilo haben wir hier durch 2 bleiben 34 Kilo und das minus diese 13 Kilo sind wir irgendwo bei 21 Kilo gelandet, bei 68 Kilogramm Körpergewicht. Also Fazit, ein Fahrrad sollte um die 150 Kilogramm Systemgewicht bringen und um mit ca. 80 Kilogramm bis 95 Kilogramm Körpergewicht das maximal zulässige Gesamtgewicht zu erreichen. Also eigentlich bräuchte man ein Rad, ein Schwerlastrad, 150 Kilo. Und wenn man so um die 80 bis 100 Kilo, sage ich jetzt mal, ich habe hier 95 Kilo, ist wahrscheinlich ganz genau ausgerechnet. Ich sag mal, ich müsste jetzt das ein oder andere Kilo jetzt hoch und runter rechnen, weil es kommt ja auch immer darauf an, wie schwer ist der Anhänger. Dementsprechend müsste man hier halt nochmal nach der Formel das ganz genau ausrechnen. Auf jeden Fall müsste man ein Schwerlastrad haben, um wirklich immer diese vollen 40 Kilo, und man müsste auch mindestens 80 Kilogramm Körpergewicht haben. Ja, als Faustformel habe ich hier das mal kurz überschlagen. Sollte man unter 20 Kilogramm beladen, ist man also bei einem Mindestkörpergewicht von 68 Kilogramm. Wenn man immer mit 20 Kilogramm Beladung fährt, dann ist man im Schnitt wahrscheinlich immer sicher unterwegs. Natürlich gibt es noch so ein paar Voraussetzungen. Gerade wenn man hier längere Touren plant, ja, mit einer genauen Berechnung der Zulassung kann man besser längere Touren planen, weil wenn ich eine längere Tour plane, ist mit Sicherheit die Gefahr noch größer, dass letztendlich auf der Tour mehrere Gefahrensituationen kommen. Und da wäre natürlich eine genaue Berechnung der Beladung und das eine ziemlich sichere Sache, denke ich mal, wenn man dort genau das einplant und man fährt natürlich mit unter 20 Kilo natürlich über 200, 300 Kilometer viel besser, als wenn man den Wagen da bis oben hin vollpackt. Okay, wenn es sein müsste, kann man es auch machen. Mittlerweile gibt es auch gute E-Bikes und so weiter. Also ich denke mal, mit besseren Rädern und so weiter arbeiten wir auch. Ist natürlich sehr aufwendig, die drauf zu kriegen, aber es geht, ja. Also man bekommt es hin und dann fährt der Anhänger natürlich auch viel besser. Ja. So, das Fahrrad sollte also mehr als nur Standardpflege bekommen. Ja? Also nicht so ein altes, verrostetes Rad und einfach den Anhänger dran. Den Eindruck hatte ich, als ich mal mit Anhängern angefangen habe, dass da was verkauft wird, wo man sich dann einfach draufsetzt und hoppla hopp, da unten dran an diese Halterung, naja, okay, und los geht's. Ja, das kann ja alles auch schön und gut sein, aber insgesamt keine Aufklärung und auch nicht, dass man vielleicht erst bei der Pflege des Rades und bei den technischen Sachen, Bremsen etc. pp. Reifen, ja, muss einfach, ja, besser sind immer auch Guard-Reifen zu nehmen, damit man nicht unterwegs böse Überraschungen hat. Also mindestens am Rad, ja, im Berg runter und so weiter, undenkbar. Das Risiko, wenn man Berg runter fährt, ist ohnehin schon da, aber noch mit Anhänger zusätzlich sollte man bewusst sein der Sache und langsam fahren ist ja sowieso sicher, sag ich mal. Zum Beispiel, wenn man sich einen neuen Anhänger kauft, ein paar Proberunden damit drehen, ja, ohne Beladung oder vielleicht auch mal hier mit einer kleinen Beladung von nur 10 Kilo und dann kann man so ein bisschen mit Bändern das Ganze Absicherung, eine Ladungssicherung machen. Damit man sich dran gewöhnt und da kann man schon selber ein bisschen spielen, ja, inwieweit man zum Beispiel inwieweit man selber sagt, das ist für mich so das Optimalgewicht, was ich zulade und so weiter und so weiter. So, ich habe hier Punkt Luftdruck, Ladungssicherung, ich habe das auch schon vorher mal ein bisschen angekündigt.
10 Kilogramm Zuladung entsprechen einen Kasten Radler, also so ein Bierkasten, 20 Flaschen mit 0,5 Liter Flaschen. Mit dem sollte man natürlich nicht anfangen zu üben. Das kann böse ausgehen. So ein Anhänger kippt schnell mal um. Und wenn man den nicht auch die Ladungssicherung und so weiter, sollte man sich vielleicht langsam rantasten, bis man halt so ein Glasflaschen transportiert und so weiter und so weiter. Habe ich hier jetzt auch schon alles vorweggenommen, ja, also dass der Anhänger gern umkippt. Zum Beispiel hier gibt es Thema Luftdruck am Rad, ja. Also meistens sind es 2 Bar, das ist das Minimum meistens, was angegeben ist. Bei manchen Reifen ist nichts angegeben. Ich bin selber, als ich die Folie vorbereitet habe, erschrocken, ja, dass auf meinen Reifen gar nichts draufsteht. Ja. Ich war immer der vollsten Überzeugung, dass das da draufsteht. Bei manchen Fahrradreifen ist das wohl so, aber hier bei diesem Radreifen steht zwar ein zulässiges Gesamtgewicht von 70 Kilo steht hier drauf. Ja. Zum Beispiel beim Thema Luftdruck, ja, ist es ja auch so, okay, das kann ich hier schlecht jetzt einblenden, aber auf jeden Fall ist es so, zu wenig Luft wäre auch nicht gut, weil dann könnte sich eben der Mantel ja bewegen zum Beispiel, ja, und das Ventil, der Schlauch sich mitbewegen und das Ventil abreißen, ja, eben. Aber ein geringer Luftdruck bedeutet, dass der Anhänger auf jeden Fall federt. Ja. Jetzt kann man natürlich wieder nicht von einem ganz geringen Luftdruck eben dann 30 Kilo beladen, dann schlägt das dann auf der Achse auf, ja. Dann geht das Rad wieder kaputt. Also ich sage mal hier, wenn der Mindestdruck 2 Bar, da kommt man wohl nicht drum herum. Ja. Besser wäre natürlich weniger, aber wäre das Minimum. Ja. Teilweise gehen die bis 3,5 bis 4. Also da würde jeder kleine Stein, da würde der Anhänger umkippen. Ja. Also eben, da bräuchte man nur gegen eine kleine Kante fahren. Eben. Also wie gesagt, nicht zu wenig Luftdruck. Da läuft man Gefahr, dass es die Bereifung sogar von der Felge zieht und so weiter und so weiter. Eben, das will man nicht miterleben. Ja. Also so ein Mindestluftdruck muss man wohl dann letztendlich einhalten. Das ist aber teilweise schon ganz schön viel, weil umso mehr Federungskomfort, also umso weicher letztendlich der Reifen wäre, je nach Beladung natürlich auch, umso besser ist es natürlich eben. Gerade bei Leerfahrten kippt der Anhänger schnell um. Das ist bei zu viel Luftdruck oft der Fall. Ja, gerade bei auch ziemlich viel Luftdruck bei einer hohen Beladung ist auch gefährlich. Ja. Da schlägt er da wie ein Ball auf und dann kippt der Wagen um. Ja. Wir haben das ausgiebig umfangreich getestet, also wir wissen es ganz genau. Eben, und da geht auch dann ganz schnell was kaputt am Wagen. Das will man alles nicht. Kleine Bordsteine zum Beispiel, Fahrbahnbelege, Gullydeckel, auch wechselseitige Bewegung mag der Anhänger auch nicht so sehr. Also wenn ganz langsam fahren, dann ging es wahrscheinlich auch mit viel Luftdruck, aber es ist sogar auf der Geraden gefährlich, wenn der Anhänger falsch beladen ist und so weiter und so weiter. So, also zum Beispiel jetzt eben andersherum ist es beim Fahrrad, dort sollte man möglichst den Luftdruck höher wählen, natürlich nicht über Maximum. Ja. Ich persönlich bleibe mindestens ein Bar unter Maximum, aber das sollte man selber probieren. Eben, also ich bleibe meistens ein bisschen drunter unter Maximum, weiß nicht so richtig. So mit knallharten Reifen, aber manchmal ist halt, wenn man ordentlich Luft drauf hat, fährt es natürlich auch viel einfacher. Die alten Reifen und Schläuche sollte man besser vorher schon wechseln, also bevor man überhaupt den Anhänger dann mit in Betrieb nimmt, der eben die alten Schinken runter und auch noch die Schläuche gleich mit. Das alles ist gefährlich. Ja. Im Baumarktreifen tut es zur Not auch. Möglichst ein Reflexreifen macht Sinn. Ja. Auch am Anhänger wären Reflexreifen immer besser. Also Preise geht da schon unter 20 Euro los. Ja. Mit Sicherheit im Baumarkt. Ein Markenreifen mit Guard wird man so um die 20 Euro wohl ausgeben müssen. Ja. Also ich rate auch gleich dazu, ein bisschen mehr Geld ausgeben dafür. Eben Ladungssicherung, da gibt es so Gummibänder, es gibt kunterbunte, je nachdem, wie das jeder mag. Die sind wohl sehr preiswert zu haben.
Wenn man jetzt das in Schwarz oder so, dann muss man schon wieder mehr Geld ausgeben. Das kann man ja dann eben sehen. Also auf jeden Fall, so ein Gummiband verhindert auf jeden Fall das Verrutschen der Ladung. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema der Sicherheit. Ja. Wenn das ganze Gewicht nach vorn kommt, ja, dann fährt sich es auch extrem schwer und man muss auch immer wieder anhalten, wenn man das richtig fixiert hat mit der Ladung, mit den Gummibändern, dann ist es natürlich ein schönes Fahren, wenn man von A nach B fährt, ohne anzuhalten. Eben. Gibt auch, man könnte auch einfach ein Seil nehmen oder irgendwas anderes. Also zur Not würde auch eine Wäscheleine vielleicht reichen oder irgendwas. Eben. Aber besser als gar keine Sicherung auf jeden Fall. Also Ladungssicherung haben wir. Zum Beispiel, wir machen ja eigentlich so Halterungen für die Anhängerkupplung und das gehört ja auch dazu, weil normalerweise sagt ja diese Verkäufer, sagen immer, mach das da unten an diese Schraube ran. Ja. Letztendlich ja, ist es, dass es fest ist, ja, so ist es nicht. Aber teilweise ist es auch so schon, dass es dann halt doch schon ziemlich, bei manchen Rädern ist diese Halterung ziemlich weit oben, wäre das ja auch prinzipiell kein Problem. Aber bei den meisten Rädern ist dann halt, dass der Anhänger schief steht, so nach unten. Ja. Und da würde prinzipiell beim Bremsen auch mit einer Ladungssicherung das schon schwierig werden, wenn man dann unheimlich viele Gummibänder verwenden müsste, um das dann hinzubekommen. Und außerdem kann es ja so auch nicht richtig sein. Ja. Also ist eine Halterung, die ein bisschen weiter oben angebracht ist, immer besser. Da steht der Anhänger gerade und beim Bremsen und beim Fahren ist es auch besser. Das machen wir auch so wie zum Thema Ladungssicherung. Und auch beim kleinsten, wenn es nur 5 cm sind oder 6 oder 10, bei 10 cm, das ist dann doch schon ziemlich viel, sag ich mal. So, rechtliches, ja, bevor ich es vergesse, das Rechtliche, die Auskünfte stellen keine rechtliche Auskünfte oder Grundlagen für Rechtsstreitigkeiten etc. dar. Es sind lediglich Richtlinien, wobei jeder selbst entscheiden muss, ob das für ihn zutreffend ist. Alle Angaben sind soweit von mir selbst getestet worden und überprüft. Das ist nach bestem Wissen und Gewissen geschehen. Kann ich nur auch so, wie gesagt, ich habe es ja auch geschrieben, kann ich nur nochmal bestätigen, das habe ich alles selber getestet und selber auch teilweise erlebt. Ja, die Angaben stellen ein hohes Maß an Sicherheit dar, kann man sich ja vorstellen, wenn man es selber getestet hat. Wer Grenzwerte letztendlich überschreitet, bringt sich und andere in Gefahr. Vielen Dank fürs Zusehen, wünsche ich euer Manetwork. Danke.